Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich befinde mich heute Nacht auf Fototour und zwar auf der Westseite von Ibiza. Ich bin nachts losgezogen, weil ich im Familienurlaub tagsüber einfach nicht zum Fotografieren gekommen bin und außerdem ist auch in der Hauptsaison viel zu viel los, hier irgendwo irgendwelche schönen Fotos zu machen. Das ist meine Meinung. So, jetzt gehe ich natürlich wieder wahnsinnig, wie ich bin, mitten in der Nacht, ich glaube, es ist jetzt so 12:30 los, um eine Skulptur zu fotografieren. Die heißt Time and Space. Die gibt es seit ein paar Jahren hier auf der Insel. Die hat ein Künstler aufgestellt und erinnert so ein bisschen an Stonehenge. Jetzt geht es hier irgendwo in die Prärie rein, auf die Felsen. Und ich bitte euch, die Videoqualität etwas zu entschuldigen, weil die Kamera, die mich jetzt filmt, hat nur eine Viererblende. Ich war nicht darauf vorbereitet, auch nachts hier irgendwie auf Fototour zu gehen. Da werde ich mir jetzt einfach mit dem Handylicht ein bisschen aushelfen. Also es wird ein dunkles Video, aber vielleicht ganz interessant, weil ihr live dabei seid, wie ich mich ja, an mein Motiv herannähe. Ich hoffe, dass ich es überhaupt finde. Dank des Handys wird schon klappen und Google Maps. Also, gehen wir los. Was ich noch sagen wollte, hier ist ein bisschen Licht, weil hier ist so ein Wachturm. Ich habe hier direkt an einem riesen Anwesen geparkt und es wird auf jeden Fall bewacht von so einem Security-Mann und den habe ich schon gefragt, ob vorne bei dieser Skulptur viele Menschen sind. Dann hat er gesagt, nee, nachts niemand, tagsüber ist es hier mega voll. Also vielleicht ist es eine gute Entscheidung, in der Nacht herzukommen. Ob man was auf dem Foto sieht, werden wir gleich sehen. Oh yeah, da sind wir ja schon. Alter Verwalter. Alter. Okay. Also weit musste ich jetzt tatsächlich nicht laufen, sind ja gerade mal 3 Minuten von dem Parkplatz bis hierher. Aber es ist tatsächlich echt beeindruckend. Diese ja, Skulpturen sind verdammt hoch. Die sind bestimmt, was weiß ich, 5 oder 7 Meter hoch. Wahnsinnsteile. Das Meer befindet sich da in der Richtung. Und vielleicht habe ich ein kleines bisschen Glück mit dem aufgehenden Halbmond da hinten, dass die Skulpturen so ein bisschen zumindest angeleuchtet werden, weil mit dem Taschenlampenlicht, also hier mit dem Handylicht, werde ich die jetzt nicht großartig anleuchten. Ich versuche einfach mal eine ultralange Belichtungszeit hinzukriegen, um die irgendwie einzufangen. Aber wie es so ist, in der Nacht die Bildkomposition zu finden, ist ultra schwer. Und das ist jetzt die Herausforderung. Aber ich will es angehen, ich bin heiß drauf und freue mich jetzt, dass ich jetzt tatsächlich mal oh, die halbe Stunde Autofahrt auf mich genommen habe hierher. Sieht schon ganz geil aus. Ich mache mich mal ans Werk. Jetzt bin ich mittlerweile nicht mehr ganz so alleine hier. Aber ich kann euch eins sagen: Die Skulptur hier ist echt beeindruckend. Und ich habe sie aus zwei Positionen fotografiert. Einmal gegen das Mondlicht, das zeige ich euch jetzt, das Foto, auf 16 mm. Und ihr seht, die Säulen sind super schwarz. Man sieht ja kaum was. Und dann habe ich einfach das Mondlicht ausgenutzt und habe mit dem Mondlicht diese Säulen fotografiert. Und schon sieht das Bild so richtig beeindruckend aus. Aber zu meinem Workflow, wie ich es gerade so gemacht habe, das ist mir jetzt irgendwie zu unangenehm zu sprechen, weil so viele Menschen gerade hierher zum Feiern gerade gekommen sind. Das ist Wahnsinn, schon wieder. Aber ich kann euch sagen, ich habe so auf einer 2,8er Blende fotografiert, ISO 500 und circa 20 Sekunden. Also ein Foto mal mit 20 Sekunden, eins mit 25 Sekunden. Und das ist auf jeden Fall dabei rausgekommen. Und jetzt schaue ich einfach mal weiter, was mich hier noch so an der Küste erwartet. Bleibt dabei, Leute. Also die Party-People hinten an den Skulpturen, die feiern jetzt so hart, da hat es jetzt für mich auch keinen Sinn mehr gemacht, irgendwie noch ein Foto zu machen. Aber wenn man noch 5 Minuten weiterläuft, kommt man hier zu diesen schönen Torbögen. Diese Torbögen sind ganz bekannt von so Instagram-Fotos bei Sonnenuntergang, weil es sich einfach anbietet, hier Modeshootings zum Beispiel zu machen. Also es ist echt ganz coole Sache hier.
Aber in der Nacht habe ich jetzt echt ganz wenig Chancen, hier ein schönes Bild hinzukriegen, weil der Mond auch aus der falschen Richtung kommt. Der fliegt hier seitlich ins Bild. Und so werde ich jetzt, glaube ich, diesen Torbogen von vorne, den großen zumindest, nicht gescheit aufnehmen können. So konzentriere ich mich jetzt mal auf den zweiten, auf die kleinere Tür. Und ich habe auch hier gesehen, hier gibt es so ein schönes Muster am Boden. Irgendwie schön gekachelt sieht es aus. Vielleicht kann ich da die Kamera einfach ein kleines Stückchen niedriger setzen und von unten nach oben shooten. Vielleicht ist das irgendwas. Ansonsten packe ich hier gleich wieder zusammen. Aber das probiere ich jetzt mal von unten nach oben. Ihr seht, was ich meine, sind hier diese schönen. Oh, hier ist ein Loch drin. Schade. Schade. Aber die Tür wird hier zumindest ein kleines bisschen hier von der Seite angeleuchtet. Das könnte vielleicht funktionieren. Jetzt nehme ich mal die Kamera und stelle sie mal so niedrig hin, wie es nur geht. Ja, entweder so oder ich lege einen Stein unter, um noch niedriger zu kommen. Das muss ich jetzt einfach mal austesten. Und gebe mir jetzt mal hier Licht vom Handy am besten. Jetzt lege ich mal hierher. Gut. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich es hier angehe mit meiner Kamera. Ich fotografiere hier im RAW-Modus, wie vorhin an den Säulen auch, habe die 2 Sekunden Auslöseverzögerung drin und habe jetzt manuell fokussiert und zwar hier auf den Türrahmen. Das habe ich so gemacht. Ich habe mit meinem Handy einfach jetzt hier den Türrahmen angeleuchtet und ja, manuell, also vorne am Fokusring, den Fokus gezogen und der sitzt jetzt eigentlich. Mir ist auch eigentlich wurscht, dass der Bereich jetzt hier unten nicht ganz so super scharf ist auf der 2,8er Blende. Mir ist eigentlich die Tür viel, viel wichtiger und das, was dann dahinter kommt. Auf einer 2,8er Blende fotografiere ich jetzt auch, dass ich möglichst viel Licht einfach hier in mein Objektiv reinlassen kann. So, zur Belichtungszeit. Ich habe jetzt 20 Sekunden gewählt. Ich fotografiere auch auf 16 mm. Wenn ich jetzt nämlich länger als 20 Sekunden lang belichten würde, dann würde man die 2, 3 Sterne da oben am Himmel als Striche sehen und das mag ich einfach nicht haben. Deswegen bleibe ich wirklich bei diesen 20 Sekunden oder drunter. Ja, und dass das Bild einigermaßen gut ausgeleuchtet ist, muss ich eben die ISO noch hochdrehen. In diesem Fall sehe ich jetzt hier auf ISO 1000. Da bin ich jetzt bei plus 0,7, was die Belichtungsanzeige angeht. Und so mache ich jetzt das Bild. Die Stativstabilisierung ist aus. Ich mache jetzt hier auch mein Handylicht aus und baller jetzt einfach mal drauf los. 20 Sekunden lang, 2,8er Blende. Gehe hier kurz weg. Und dann ist es die erste Einstellung, die hier vielleicht klappt. Was haben wir jetzt? Uhrzeit? 13:30 haben wir schon wieder. Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Aber hier habe ich zumindest Ruhe und kann vielleicht noch mal eine andere Bildkomposition mir überlegen. Wow, was ist denn hier los? Mal schauen. Okay. Also ist auf jeden Fall kein so alltägliches Bild und damit bin ich jetzt beim Erstversuch schon ziemlich happy. Ich könnte jetzt nur noch mal noch näher rangehen, um einfach zu sehen, wie die Bildwirkung ist, weil der Boden ist hier echt interessant, den finde ich richtig cool. Die Kamera könnte aber auch noch wirklich ein Stückchen niedriger liegen. Vielleicht nehme ich dann echt mal so einen Stein mit zur Hilfe. Lass mal gucken. Jetzt brauche ich halt echt 14 mm, das wäre halt noch mal viel geiler. Ich habe die Kamera jetzt hier um 1 m bewegt, somit muss ich auch wieder neu manuell fokussieren und das mache ich hier auch wieder mit der Displaylupe. Gehe auf die Tür, leuchte die an, ist bockscharf. So, und so mache ich auch dieses Bild noch mal schnell. Wieder 20 Sekunden lang, 2,8er Blende. Ha. Nice, Leute, nice, läuft. Läuft bei mir hier. Auch mitten in der Nacht.
Puh. Jetzt noch mal kurz ein Bildcheck. Das Bild hier, boah. Na, ich finde es aus der nahen Perspektive hier schon mal echt besser. Sieht aus wie das Tor zu Gott. Also ihr seht, es kann auch echt Spaß machen, mitten in der Nacht loszuziehen und im Stockdunklen ein bisschen Mondlicht da ist, Fotos zu machen. Wenn man jetzt noch so eine geile Leuchte dabei hätte, die das Licht schön weit streut und schön diffus ist, könnte man sowas hier auch gut ausleuchten. Aber mit dem Handy macht es keinen Sinn und die Stirnlampe gibt auch gerade voll auf. Die machen einfach zu weißes Licht, das sieht nicht gut aus und zu punktuell gerichtet. Geile Aktion schon wieder. Aber so bin ich jetzt schon mal ganz, ganz happy, Freunde, mit diesen zwei Versionen. Ja, und das jetzt, wie viel Uhr haben wir? 1:30 ist. Werde ich jetzt auch langsam mal aufbrechen. Aber so wart ihr zumindest mal wieder dabei bei einer kleinen Wahnsinnstour in der Nacht alleine. Ich wusste echt nicht, was mich hier erwartet, aber die Neugier treibt mich einfach an und lässt mich solche Dinge einfach entdecken und auch ja, erleben. Wie es halt so ist, konnte ich vorhin an den Torbögen nicht aufhören. Ich habe mich selbst nochmal echt herausgefordert und bin zu diesem Berggipfel jetzt hier mitten in der Nacht, was haben wir, Punkt 3 ist jetzt gleich, hochgewandert zum Torre des Savinar. Das war jetzt echt eine ganz, ganz schöne Aktion. Ich bin wirklich komplett durchgeschwitzt und meine Stirnlampe funktioniert leider nicht mehr richtig. So habe ich mir jetzt den Weg mit dem Handy hier hoch durchgeleuchtet. Dieser Turm oder Wehrturm liegt inmitten eines Naturschutzgebiets ganz oben auf dem Berg. Ich bin jetzt, glaube ich, so eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich bergauf über Steine hier entlang gekraxelt. Ich bin eigentlich wirklich oben auf der Klippe, hier geht es links und rechts komplett runter ins Meer. Hier scheint es noch einen anderen Weg hochzugeben, aber den kenne ich nicht und bei Tag ist es wahrscheinlich sinnvoller, hier hochzukommen. Aber ich war ja schon mal bei Tag zumindest ganz unten am Parkplatz und da waren ja 500 Autos und es war ja überhaupt nicht mal die Möglichkeit zu parken, geschweige denn hier noch hochzulaufen vor Sonnenuntergang. Jetzt stehe ich da und mache das Bild, was ich bei Sonnenuntergang machen wollte, bei Nacht. Der Mond scheint immer noch günstig auf diesen Felsen Es Verde oder wie der heißt, da hinten im Meer runter. Und das wird jetzt bestimmt auch ein ganz gutes Bild. Ich versuche mich nach dem Foto hier auch nochmal vorzukämpfen, da zu diesem Wehrturm oder Aussichtsturm. Vielleicht ist das auch nochmal ein cooles Motiv. Ultra schwer tue ich mir jetzt mit der manuellen Fokussierung, weil ich den Berg, der ist einfach super dunkel. Und da unten sehe ich ein Fischerboot, das werde ich jetzt anfokussieren. Das ist auch ein paar hundert Meter weit weg. Und ich glaube, da gelingt mir jetzt das Bild ganz gut. Wenn das Fischerboot noch näher an dem Turm, an dem Felsen dran ist, mache ich auch erst das Bild. Ich habe jetzt hier nur keinen richtigen Vordergrund. Das nervt mich hier noch ein bisschen. Ich muss jetzt wirklich diese Felsen nochmal da bergab klettern. Weil eigentlich wäre es ja ganz geil, wenn ich diesen Torre des Savinar irgendwie auch noch ins Bild richtig reinplatzieren könnte. Hier bin ich zwar am höchsten Punkt, aber ohne Vordergrund kann das Bild irgendwie nichts, glaube ich zumindest. Ich probiere mal mein Glück, kletter hier nochmal wirklich steil bergab. Also, boah, wenn ihr das hier sehen könntet. Not funny, dangerous, Leute. Ich muss aufpassen und ein bisschen Handylicht sparen. Ja, cool. Ich habe es bis runter zum Turm geschafft. Oben kann man leider nicht drauf auf die Aussichtsplattform. Ich sehe zumindest hier keine Leiter oder was. Und ich versuche den jetzt links irgendwie anzuschneiden und ins Bild zu bringen. Bisschen schade sind die Sträucher, die sind ein bisschen hoch. Die kriege ich nicht weg. Aber mal schauen, so viel Platz habe ich hier auch nicht für mein Stativ, dass das safe steht und hoch genug. Deswegen werde ich die Kamera jetzt hier aufbauen und hier mein Nachtfoto machen und dann irgendwie wieder schauen, dass ich hier auf dem sicheren Weg als hoch wieder runterkommen. So. Stirnlampe gibt extrem auf gerade.
sehr, sehr ungünstig. Aber wow! Leute, ich kriege mit 16 mm kriege ich den kompletten Turm drauf. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das sieht richtig cool aus. Boah! Nice. Also jetzt hat es sich echt gelohnt. Ich habe noch gar nicht abgedrückt, aber ich finde es jetzt wirklich, wirklich, wirklich gut. Boah! Ich schnür schnell das Objektiv, die Kamera fest. Jetzt bin ich ganz hibbelig schon wieder. Und ich sage euch, Gott sei Dank gibt es diesen Nachtmodus hier in der Kamera, dass man das Bild vorher schon so ein bisschen beurteilen kann. Was witzig ist, die Schärfe, die sitzt immer noch. Also ich hatte ja den Fokus manuell gezogen und ich belasse jetzt auch alles wie gehabt. 20 Sekunden Belichtung, 2,8er Blende, ISO 800. Es sieht phänomenal aus. Vielleicht rucke ich die Kamera noch ein kleines bisschen weiter nach links, dass ich den Turm nicht abschneide. Oder ich gehe voll weitwinklig auf 16 mm und mache so mein Bild. Also das ballere ich jetzt hier durch, mal ohne Licht. 20 Sekunden lang. Wow, 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 wow. Ich kann euch echt sagen, die Aktion hat sich echt gelohnt. Aber jetzt bin ich richtig happy. Das sind Glücksgefühle, die man da ausschüttet. Oh, Hilfe! So, mal schauen, wie das Bild geworden ist. Oh yes. Oh yes. So ein Bild hat nicht jeder, weil auch nicht jeder ist so geisteskrank, hier mit dem Handylicht hier hochzulaufen und sowas zu machen. Aber ich bin jetzt echt happy, dass ich es bis hoch geschafft habe. Ich sage wieder einmal Dankeschön fürs Dabeisein, Leute. Ich hoffe, euch hat gefallen meine Bilder und euch hat auch die ganze Tour ein bisschen gefallen. Ohne Menschen auf Ibiza, nur ich und die Kamera. Auch mal was Neues. Dankeschön, bye bye, euer Sigi, gute Nacht und für mich wird es Zeit heimzufahren. Ciao.